Almir Dincsiva, so direkt nach Spiel 4-1. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft, mit dem Ergebnis? Ja, Ergebnis, na klar, wenn man 4-1 gewinnt. Aber ja, die zweite Halbzeit war nicht das, was wir spielen können. Sondern? Na, wir fangen stark an und spielen 30 Minuten genau das, was Lichtenberg nicht mag und was wir einfach, hast alles im Griff, machst das 1-0, hast noch andere Sachen, die jetzt nicht 100%ige Torschancen sind, aber sehr eklige. Lichtenberg hat nicht umschalten können und irgendwann ist es eben dann so, dass die natürlich gute Jungs nach vorne haben, ja, und dann haben die erste Chance, weil wir ein bisschen pennen. Und erste Halbzeit okay und kommen dann zurück und tun den Gegner eben den Gefallen, dass wir viele, viele Sachen machen, die den Gegner wieder in die Karten spielt. Wir haben ja nie gegen Lichtenberg gewonnen und viele Spiele verloren, weil wir immer wieder das gemacht haben, was die mögen. Und das haben wir dann zweite Halbzeit wieder angefangen und Lichtenberg dann so ein bisschen Mut gefangen, spielen gegen Abstieg und bei uns eigentlich im Kopf her angefangen, so ein bisschen zu rattern, wahrscheinlich im Hinterkopf. Immer schwer gegen die alles auf eine Karte, unnötiger Ballverlust, Freistoß, Tor, ja, und dann ist der Kopf tot, ja, dann ist der Kopf tot, unnötig, aber sind auch Menschen und danach haben wir Glück, dass wir nicht das 2-1 fressen und machen aus einer Situation, wo es auch eine Riesenqualität ist, machen wir 2-1, 3-1 und warum wir den einen oder anderen Punkt liegen gelassen haben, hat man es eigentlich nach dem 3-1 gezeigt, weil nach dem 3-1 haben wir so viele Situationen, wo wir viel früher das 4-1 machen. Am Ende muss man sagen, erste Halbzeit war stark, ja, alles das, was wir machen wollten, haben wir gemacht, führst auch 1-0. Und ja, zweite Halbzeit muss man einfach ehrlich sagen, dass erstmal das Ergebnis zu hoch ist. Zweitens, ich bin zwar über fast 3 Jahre hier, ich denke, man muss ehrlich sagen, dass das mein glücklichster Sieg als Trainer hier ist, aber wahrscheinlich musste es so sein, dass man so auf die Art und Weise gegen Lichtenberg gewinnt. Trotzdem bin ich glücklich über den Sieg, weil wir ganz, ganz oft auf der anderen Seite waren, ja, wo wir gesagt haben, die Chance und der Gegner hat mit wenig viel gemacht und jetzt haben wir das umgedreht und vielleicht wäre so ein Spiel viel, viel früher nötig gewesen, damit so ein bisschen, ja, wir in den Flow reingehen, aber ist okay, wir nehmen das mit und freue mich riesig, jetzt haben wir 50 Punkte, glaube ich, 4. Platz verteidigt, alles gut. Tobias, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und natürlich auch zum Tor. Versuch mal ganz kurz so ein bisschen für uns das Spiel zusammenzufassen aus deiner Sicht. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das war schon ein relativ wildes Spiel, würde ich behaupten. Also, ja, relativ viele Ballverluste, einfache Fehler, die uns dann auch immer in Not gebracht haben. Und heute hatten wir, ich habe auch schon gesagt, dass einfach das Glück gehabt, dass der Gegner uns nicht bestraft hat. Und wie es hinten raus dann, ja, schon effizient waren und ja, dann auch gewonnen haben, glücklich irgendwo. Ja. Ganz kurz noch, dein Tor ganz am Anfang war der erste Dosenöffner und dachte man, zwischenzeitlich dann der Ausgleich. Erzähl ganz kurz, wie es zu dem Tor kam. Langer Ball und dann Schlitzohr. Ja, ich habe gesehen, der Torwart kommt raus und dann habe ich einfach probiert, am Tor vorbeizubekommen irgendwie und ja, hat geklappt und dann ist er ja, mehr oder weniger so ein bisschen rein getrudelt, aber ich habe mich sehr gefreut. Die Jungs vor dir am Mikrofon haben gesagt, es ist ein bisschen auch die Qualität, dann sich jetzt nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn das Spielverlauf an sich nicht ganz so optimal ist, sondern am Ende dem Gegner eben doch mit noch 2, 3 Dinger einzuschenken. Wie viel Schwung gibt das vielleicht für die nächsten Wochen? Naja, man nimmt ja nicht das Negative, man will nicht das Negative mitnehmen, wir wollen jetzt das Positive mitnehmen und das Positive ist, dass wir 4 Tore geschossen haben und einfach effizient waren und ich hoffe, dass wir das jetzt mit in die nächsten Spiele nehmen, einfach diese Power und dieses gute Gefühl auch, denn wir haben jetzt auch noch wichtige Spiele und wollen ja auch einen guten Abschluss haben, wir haben noch ein großes, wichtiges Pokalspiel, was wir ziehen wollen und dafür denke ich mal, ist es gut. Linus Zimmer, herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, zum Sieg und ganz passables Spiel. Aus deiner Sicht das Spiel vielleicht, das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen? Ja, danke erstmal. Naja, was heißt zu hoch? Also wir haben gut begonnen und dann finde ich verdient 1-0 gemacht. Danach, ja, so nach einer halben Stunde bis zur Halbzeit, haben wir dann ein bisschen den Faden verloren und sind einfach, haben uns ein bisschen hin reindrücken lassen, haben der Gegner auch zu 2, 3 echt guten Möglichkeiten. Und dann, ja, zweite Halbzeit
die ersten 5 Minuten, glaube ich, auch ganz okay. Und danach war ja schon wild. Also die hatten viele Chancen, machen dann auch natürlich dann irgendwann zurecht den Ausgleich und schwimmen dann schon hin. Wir haben noch einen, wo der ganz knapp vorbeischießt. Und fangen uns dann aber wieder. Das ist halt der Unterschied zu den letzten Wochen, würde ich schon sagen, dass wir dann einfach noch 3 Tore machen. Ob es jetzt zu viel ist, weiß ich nicht. Aber ist dann trotzdem, wenn auch glücklich, ein Sieg. 4-1 schmeckt natürlich extrem. Und gucken wir dann weiter. Das war die ganze Woche ja eigentlich in jeder Zeitung stand, dass Lichtenberg Angstgegner, bla bla bla. Was geht einem dann im Kopf rum, wenn die auf einmal wirklich den Ausgleich machen und eigentlich auch drücken, dass die Führung auf dem Fuß haben? Was passiert da mit einem im Kopf? Ja, ich würde dann sagen, du denkst nicht, dass das dein Angstgegner jetzt ist. Du denkst dann einfach trotzdem wie in jedem anderen Spiel, dass dir das Spiel einfach gerade komplett aus der Hand gleitet und du ja, zusehen musst, wie du wieder reinkommst, wie du den Faden zurückgewinnst und ja, dann auf jeden Fall nicht den Gegentreffer zum 2-1 kassieren. Das war ja in den letzten Wochen auch ein Problem. Letzte Woche, dass wir dann, wenn wir schwimmen hinten gegen Luckenwalde, direkt auch noch das 2-1 kriegen und dann wirklich mit 0 Punkten dastehen. Dann haben wir natürlich auch Glück gehabt, dass sie nicht das 2-1 machen und dann natürlich Jamal stark mit 3 Toren. Wichtig. Dr. Jamal Ciane, den Witz hat heute bestimmt noch keiner gebracht. Nee, du bist der Erste. Okay, dann Fußballgott, Hattrick, Schütze, was auch immer. Mhm. Glückwunsch, 4-1 Hattrick. Weißt du, wann du deinen letzten Hattrick hier im Trikot der Lokschi gemacht hast? Rabenstein-Pokal, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt aber gerade Saison war, glaube ich, zuletzt Neustrelitz, soweit ich weiß, was in der Liga war. Das andere war, dann müsste Rabenstein gewesen sein, ja. Ganzes Stück, schweres Stück Arbeit. Mhm. Du hattest im Podcast die Woche auch gesagt, jetzt wird der Gegner schon wieder stark geredet, mhm, bis hin zu Angstgegner, Lichtenberg und so weiter. Was geht denn durch den Kopf, wenn dieses ja, dumme Ausgleichstor fällt? Erstmal wird das ja auch immer draus gemacht. Also eine Zeit lang war es Meusewitz, dann war es mal Auerbach, bis wir dann irgendwie mal gewonnen haben. Jetzt war es Lichtenberg. Es ist ja immer, es wird sich jetzt wahrscheinlich auch der Nächste das Nächsten rauspicken. Wir haben halt auch noch nie gegen die gewonnen, kurioserweise. Es war so ein Déjà-vu von dem einen Spiel, wo wir, glaube ich, zu Hause 2-1 verlieren. Da führen wir auch erste Halbzeit, müssen den Sack 3-mal zumachen, machen den nicht zu, kriegen noch eins. Und heute war es ähnlich. Wir kriegen dann ein Standardtor, wo ich sage, darf nicht passieren, aber kann halt immer passieren in der Liga und auch gegen so eine robuste Mannschaft. Die kommen halt viel über Standards, ist dann auch schwierig zu verteidigen. Ja. Guckst dich wieder an, wollte mal dranbleiben, haben aber ein bisschen Faden verloren, so ehrlich muss man sein, haben dann auch Glück, dass die nicht 2-1 machen. Da springen wir ein bisschen von der Schippe. Trotzdem glaube ich, dass sich hinten auch die Jungs, ich gerade schon gesagt, Obi und alle da völlig in jeden Ball reingehämmert haben und alles geklärt haben, was geht. Das muss man auch mal sagen. Dreckiger gespielt, dann haben wir halt mal einen hinter der Kette gespielt. Ja, das haben wir uns auch vorgenommen, einfacher zu spielen. Und dann haben wir uns zum Glück belohnt und den Bock dann noch umgestoßen. Wie gesagt, wäre schon vorher möglich gewesen, es 2-0, es 3-0 zu machen mit der letzten Konsequenz beim letzten Querpass, beim letzten Abschluss. Hab ich gerade schon gesagt, hätte man schießen können, haben wir gespielt, hätten wir spielen müssen, haben wir geschossen. Es war immer so ein bisschen auch wie Luckenwalde. Und zum Ende haben wir die dann aber ausgespielt und von den Dingern hatten wir eigentlich noch mehr und hätten das schon bei der Führung höher ausbauen können, bis wir dann logischerweise wieder ein Tor kriegen und uns dann fast schön angucken, wenn wir das zweite kriegen. Du hast angesprochen, es waren unwahrscheinlich viele Bälle, die so am letzten finalen Pass irgendwie gescheitert sind oder der Torschuss dann eben nicht zustande kam. Deine Tore kamen ja Gott sei Dank, aber relativ spät. Mhm. Fängt man irgendwann im Kopf an zu arbeiten und nach dem Motto, was wird das heute noch irgendwas? Oder weißt du als Stürmer, nee, ich krieg diesen einen Ball und ich mach den dann auch rein? Ja, es gibt ja immer so eine Experten, die sagen dann, bist das ganze Spiel nicht zu sehen und dann gefühlt hast du Glück. Ich glaube, es ist so beim Mittelstürmer, du hängst halt manchmal ein bisschen in der Luft, du bist nicht in jeder Aktion beteiligt, du musst das Spielfeld groß machen, du musst die beiden Jungs hinten binden und da tauchst du halt manchmal nicht auf. Ich glaube immer an diesen einen Ball und warte auf den und versuche den zu kriegen. Gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Wenn ich kurz gehe, kommt er manchmal lang, manchmal kommt er lang, dann bist du kurz irgendwie so. Natürlich muss es dann auch passen, das ist ja klar, aber natürlich glaubt man bis zum Schluss dran und ich sage jetzt mal, was heißt, klar waren die spät, aber das Spiel geht lustigerweise 90 Minuten, haue ich auch 3 € ins Schwein, aber wichtig ist, dass wir unsere Spielkontrolle behalten bis dahin und dran glauben und nicht wild werden und dann tut es manchmal so ein einfacher langer Ball von Mikey halt und um so eine Abwehrkette auszuhebeln. Ich glaube, Lichtenberg kommt halt auch her und hat mit einer 5er-Kette angefangen, das sagt dann schon alles. Spielen viele lange Bälle, irgendeiner rutscht immer durch, wird immer gefährlich, das ist klar. Wie gesagt, wir haben Glück,
dass wir nicht in Rückstand geraten, aber das haben wir uns vielleicht auch irgendwo mal verdient. Und dann bleiben wir natürlich auch dran und spielen dann mit letzter Konsequenz auch alles aus. Hat man, glaube ich, auch gesehen, dass sie dann ein bisschen auseinandergebrochen sind. So, der Hausmeister macht das Licht langsam aus. Interviewmarathon hinter dir. Strom wird teurer. Drei Punkte im Sack. Schönes Wochenende.